Diamantis setzt ebenfalls ein aufgesetztes Grinsen auf, schwingt gleichzeitig mit Abelmir hoch, beide Balestrinas in die Hand und hält sie nach vorne, realisiert doch, dass die schon sehr nah dran sind. Diamantis, würfel mal eine Kriegskunst. Auch plus 12. Fick so. Da, wo Abelmirs Magiekunde versagt, schafft es vielleicht dein Instinkt. Tatsächlich. Du wüsstest eventuell, vielleicht bist du sicher im Stillstand. Wenn du selbst hineinspringst in die Zone, wo die Steine immer noch flirren, du weißt zwar nicht, was genau da passiert, aber die Kamot-Gardisten bewegen sich genauso wenig wie die Sonnenlegion. Und dann zucken die Schnitter hernieder. Die Rote Legion ist bei der 21, Abelmir auch dabei, 21 und Diamantas 26. Ich beginne einfach mal, ihr könnt beliebig vorziehen. Ich würfel drei Schnitterangriffe auf die 16. 1, 2, 3. Ja, ich würde auf jeden Fall vorziehen. Ja, deiner würde treffen und Abelmir würde auch einen abbekommen. Ich kann das parieren, oder? Natürlich, du kannst parieren, du kannst vorziehen, auch wenn du halt die gleiche Initiative hast, aber... Wir fangen erstmal bei Diamantis an. Was möchtest du vorziehen? Ich ziehe vor. Ich habe beide meiner Balestrinas in der Hand. Soll ich eine... Na, ich war ja nur kurz. Wie hoch ist das Wasser? So hüfthoch? Nee. Oder? Das ist zwei Schritt tief und ein Schritt nach oben, den du dich da hochziehen musst. Also das ist schon ein tiefer, breiter Kanal. Gut, also waren meine Balestrinas unter Wasser, wenn ich mich hier vorne hingestellt habe? Aber hallo. Das muss ja nicht heißen, dass sie jetzt nicht feuern. Das muss dann finden wir das gleich mal heraus. Kannst aber. Denn ich möchte meinen Waffenmeister einsetzen, und zwar einen zweifachen Schuss. Ich schieße mit beiden Balestrinas, eine links, eine rechts, und wähle die beiden Roten Legionen als meine Ziele. Da die so nah dran sind, sage ich auch einen angesagten Schuss an. Hebe meine Balestrina auf Augenhöhe. Und möchte ihnen ans Gesicht schießen. Besser gesagt, in eines ihrer Augen. Ja, kostet dich auf alle Fälle eine Aktion zum Ansagen von den Körper, der Körperzielen. Körpertreffern. Würde es tun, wenn mein Waffenmeister nicht besagen würde, dass ich Ziele ansagen kann innerhalb der Zielaktion. Alles also, klar, dann haben wir das auch mal gehört. Genau, also ich kann mit zwei Balestrinas zeitgleich schießen und ich kann die Ziele ansagen ohne zusätzliche Aktion Aufwand. Das ist mein Waffenmeister. Gut, das ist ja wichtig zu wissen. Ich würde meine Attacke, ich hätte jetzt theoretisch schon eine Attacke, ich würde die Aktion aufgeben, indem ich meine rechte Armschiene, meine linke Armschiene auslöse. Bei Pashatha. Okay. Dann warten wir erstmal auf den Schuss. 1, das ist doppelter Schaden ins Gesicht auf Entfernung, weiß nicht, 1 Meter. Der eine, also das ist nicht der Crit, das den ich als es geworfen habe, ist 1 Meter und der andere sind 1,5 Meter. Okay, das ist der zweite von Abelmir, ne? Ist beides noch in der nahen Entfernung, weil 2 Meter die Entfernungsgrenze dafür ist. Gut, dann gib mir doch mal bitte den ersten Schuss mit der 9. So, da kommen jeweils 2 Punkte drauf. Ich trage schon ein. 9. Das sind 11 Schaden ins Auge. 11 Schaden ins Auge. Das bedeutet, er bekommt erst einmal 11. Die Rüstung wird ignoriert. Und die Wundschwelle ist minus 2. Das ist trotzdem nur eine Wunde. Bekommt aber eine zweite durch gezielten. Ne, sind 2. Und er ist... 2 Wunden am Kopf. Ja. Genau, er ist 2 Wunden am Kopf. Das sind dann Zusatzschaden, richtig? Tatsächlich habe ich nochmal nachgeschaut und das sind nur minus 4W6 Initiative und minus 4 auf Klugheit, Intuition und Initiative Basis. Also er verliert insgesamt 4 Punkte auf Initiative Basis plus 4W6. Er wird sehr viel Initiative verlieren, aber ab der dritten Wunde ist erst der Zusatzschaden am Kopf. Alles klar, super, danke. Dann kannst du mir mal bitte den zweiten Schuss geben. Abelmir, was tut deine Armschiene? Sie erhöht meine Initiative um 10 Punkte, genauso wie meine Attacke um 10 Punkte. Okay, das ist der Reversalisierte. Ist das ein Akzeleratus oder ein Reversalisierter? Ein reversalisierter Plumbumbarum.
Alles klar, gut. Dann kommt deine Initiative auf 31. Aber du wirst vom Schnitter getroffen. Ich habe pariert. Achso, genau. Das hat ja nur der eine getroffen. Du hast recht. Und du machst keine Attacke in dieser Aktion. Dann schauen wir uns den zweiten Schuss von der Balestrina an. Sind 12. Du hast aber bestätigt, sind erst einmal 24. Wir ziehen die Rüstung ab und dann sind das auf alle Fälle 3 Wunden auch wieder am Kopf, ne? Rüstung ziehen wir nicht ab, sondern das war ebenfalls ein gezielter Schuss aufs Auge. Ja, genau. Also ich meinte, dass die Rüstung wird so, einfach... Ja. Auf Null gesetzt, ja. Richtig, das war 24 Schaden auf den Kopf sind 3 Wunden. Er kann korrekt. Somit eine Selbstbeherrschung plus 15 machen, um auf dem Bein zu bleiben. Da kommen dann nochmal 2W6 Schaden drauf. Ja, dann ist auch er tot. Zustand tot. Und der andere hat ihn getroffen, es wurde aber pariert. Zustand ändern, Objekt. Dann war das die erste Kampfrunde. Nächste Kampfrunde. Rote Legion, habe ich noch 2 Stück. Der ist vorziehen in dem Fall. Ja. Ich greife natürlich an. Dann do it. Ich einen Wurfschlag plus 10. Ich habe jetzt die Schnitterparade nicht eingetragen. Ich würde die mal auf eine... Er hat eine 16 im Angriff, dann sage ich einfach mal eine 12. Schnitterparade 12. 2. Gelungen. Er hat eine 10er an gemacht. Damit ist ein Bruchfaktor-Test. Ja. Die Waffe von Abelmir ist magisch. Der Schnitter nicht. Aber die 7 ist noch unter seinem Bruchfaktor. Er steigt um einen Punkt. Also über seinen Bruchfaktor. Genau, richtig. Gut, das war die erste Aktion von Abelmir. Möchtest du noch eine weitere vorziehen? Ich würde parieren, wenn er mich angreift. Ja, er greift dich auf alle Fälle an. Dann würfel ich den schon mal und ich weiß gar nicht, der andere lebt noch, ne? Der hatte 11 Schaden bekommen, der muss auch keine... Ja, im Prinzip muss der auch eine Selbstbeherrschungsprobe machen, aber das ist halt nicht so sonderlich schwer. Geschafft und dann greift er dich auch an. Du hast deine Balestrinas in der Hand. Vor. Ja. Und stelle innerhalb einer Aktion meine rechte Balestrina mit weg, sodass ich parieren kann im Raufen. Das ist schnellziehen. Im Grunde. Schnellziehen kannst du auch wieder schnell wegziehen. Schnell wegstecken. Geht das? Richtig. Tatsächlich. Also nicht. Ich weiß nicht, ob wegstecken. Wegstecken ist ein Schnellziehen nicht drin. Ich würde eine Aktion dafür aufwenden. Ja, dann gib mir die. Ich wollte gerade wissen, ob das eben funktioniert. Weil sonst fallen lassen wäre die andere Option. Richtig, mache ich aber nicht. Die sind mir dafür zu lieb. Dann eine Aktion benutzt von der 25 minus 8. Dann kann er auf alle Fälle. Vor dir angreifen. Richtig, denn ich will sowieso noch eine Aktion parieren. So, der erste ist die 9 Punkte, die nehme ich für Abelmir. Und die 12 Punkte nehme ich für... Ist die erste nicht misslungen? Achso, warte mal. 18. Stimmt. Das war der für dich, ne? Achso, die 3W20? Ja, genau, das war deiner. Nee, gut, dann nehme ich nur die 9 für Diamantes. Richtig, dann pariere ich im Raufen. Ich habe Eisenarm, somit halbieren wir, also erstmal halbieren wir den Schaden, weil eine gelungene Attacke. Dann halbieren wir den Schaden noch auf insgesamt 3 durch die Sonderfertigkeit Eisenarm. Und meine Armschienen nehmen den Schaden komplett auf. Also ich lasse das Schwert mit meinen Armschienen abgleiten. Okay. Derweil ganz woanders. Ihr kommt wieder zu euch in einem berstenden Geräusch, splittert Spiegelglas von euch ab und ihr steht in einer Kuhle, in einer verdrehten Form. Vor euch ragen Stufen nach oben. Ihr steht auf einer inversen Pyramide. Sie ist einfach nach unten gekippt. Die steht in deren Tal. Ihr seid allein. Ihr ja. Ja,
was auch immer er gemacht hat, er scheint uns alle erwischt zu haben. Er sagte, er schickt uns in das Labyrinth und er schien sich sehr sicher zu sein, dass wir nicht daraus entkommen würden. Wo sind wir? Naja, da bin ich der Falsche. Im Land des Spiegelmachers, würde ich sagen. Erklärt, warum Bahar sich so fern anfühlt. Ja, und was machen wir jetzt? Wir wollten zur Spitze. Meint ihr, wir sollten hinabsteigen? Nun, irgendwohin müssen wir. Ja, da hat er recht. Er folgt mir. Er sagte auch, was er rufen wollte. Basti, kann ich Magiekunde würfeln oder ist der Dämon zu unbekannt? Zu unbekannt. Also du kannst würfeln, ist eine plus 15. Ja, plus 15. Sind halt irgendwelche verbotenen Zauberbücher oder so, aber... Oder verborgene Zauberbücher. Aber ich glaube... Probier's trotzdem. Ja, genau. Nicht einmal Abel mir hat von diesem Wesen gelesen. Ich weiß nicht, was es ist. Er sagte nicht den Namen, aber irgendwas mit siebenfach? Der siebte Jäger? Ein siebenfacher Jäger? Nun, wenn wir hier nicht herauskommen, werden wir es nie erfahren. Ja, dann steht er in dem Moment orientierungslos in der Gegend herum. Er wird sich dann darauf besinnen, dass Rafim sich entfernt und ihm nacheilen. Nun, ja, jedenfalls. Wer weiß schon, wie Dämonen heißen? Ja, ist doch nicht wichtig. Ihr versucht euch zu bewegen und geht, aber je mehr ihr geht, egal in welche Richtung, desto ferner fühlen sich die Ziele an. Ihr seid unten in diesem Talkessel, ihr müsstet die Stufen nach oben steigen, zu der Ebene, was auch immer dort oben auf euch wartet, aber je mehr ihr euch bewegen wollt, desto weiter ist alles. Das funktioniert nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir vom Fleck kommen. Ja, oder alles ist immer weiter weg. Vielleicht ist die Realität der Sache genauso fern wie die Götter an diesem Ort. Vielleicht gibt es das da. Der Land zeigt auf die erstbeste Landmarke, die man sehen kann. In Wahrheit gar nicht. Nun, davon ist auszugehen. Oder vielleicht ist dies eine Prüfung unserer Willensstärke. Ja, und der mangelt es uns ja nicht. Ich fühle mich seltsam. Seltsamer als erwartbar unter diesen Umständen? Ich weiß es nicht. Was tun wir? Ich finde es auffällig, dass Boltax nicht bei uns ist. Vielleicht hat er es gerade auf uns Geweihte abgesehen. Vielleicht funktioniert es bei Magiern nicht. Oder vielleicht ist dieses, was auch immer, mit einer Magie angreifbar. Blödsinn, nur mit Magie angreifbar. Was soll das denn für ein Mist sein? Vielleicht sollten wir uns... immer jede Illusion durchschnitten. Ja, vielleicht sollten wir uns auf die Prinzipien unserer Götter besinnen, um dieses Trugbild zu durchschauen. Naja, da ihr die einzigen beiden anderen Menschen hier seid, sollte ich mich nicht auf die Prinzipien meines Gottes berufen. Wir finden schon etwas, was du umbringen kannst. Denke ich. Vielleicht geht es mehr um das Gefühl. Zulamin schließt mal die Augen, denn ihren Augen können sie sowieso nicht trauen. Und versucht die Umgebung
gefühlsmäßig zu erfassen? Als du die Augen schließt, kannst du vor dir einen geheimen Pfad erkennen. Ein Pfad, gemauert aus Lügen und Intrigen. Du musst ihm nur folgen. Sulamin schnappt dir überrascht nach Luft. Und? Ich sehe einen Pfad, aber weiß nicht, ob es die Art Pfad ist, der wir folgen sollten. Sie tastet mit geschlossenen Augen nach den Händen ihrer Gefährten und macht mal vorsichtig einen Schritt auf den Pfad zu. Er ist gemacht aus Lügen. Aber was erwarte ich an einem Ort wie diesem? Ein glitzernder Korridor, der nicht nur das Licht reflektiert, sondern auch deine Gefühle und deine Gedanken. Ein Spiegelkabinett. Es ist kein guter Weg, aber gerade ist es der einzige. Ja, dann werden wir euch folgen, nicht wahr, Greifenbund? Sicher, was auch immer gesagt. Ja, Wohin für die Götter. Also? Ihr haltet mich und unsere Freundschaft mag das sein, was uns an die Götter zurückbindet. Und Sulamin folgt dem Weg. Vorsichtig, aber sie folgt ihm. Den Pfad, den du eingeschlagen hast, er ist nicht wichtig, wie du euch da aus der Pyramide nach oben, nach draußen dirigierst. Es ist nicht wichtig, welchen Pfad du nimmst. Es ist nur wichtig, der Grund, aus dem du ihn gehst. Zurück zu deinen Freunden, zurück in die Realität. Du könntest in dieser Dimension alles lernen. Sind das wirklich die Niederhöllen? So schlimm sind sie nicht. Kein Feuer, keine brennenden Menschen. Aber seid ihr tot? Zumindest sagte er das. Dann könnt ihr auch hier bleiben. In der siebten Sphäre. Sulamin schüttelt den Kopf bei diesen Gedanken. Nein, wir sind nicht tot. Und er ist ein verdammter Lügner. Seid ihr euch sicher? Ich fühle mich tot. Ihr seid nicht tot, Yalan. Die Ferne der Götter ist zumindest kälter als das Grab selbst. Nun, wisst ihr, Yalan, die Gunst der Götter fällt einem nicht immer in den Schoß. Vielleicht müssen wir ihnen einfach ein wenig entgegengehen, dass sie uns wieder erreichen können. Die Gunst der Götter fällt stets auf die Rechtschaffenen. Ja. Und trotzdem. Hier sind wir. Ja, Maschia. So wie Koes will. Hier sind wir. Und wir müssen uns eilen, dass wir rechtzeitig zurückkommen. Rechtzeitig, um den anderen zu helfen. Und rechtzeitig, um diesem selbstgefällig grinsenden Mistkerl sein Ritual zu versauen. Und was ist, wenn die anderen hier ankommen, bevor wir dort ankommen? Nun, dann hoffe ich, dass Abel mir dem Spiegelmacher kein Geschwür schenken wird. Wenn ihr nach oben tretet, ihr könnt sehen, dass es keinen Himmel gibt. Es wirkt vielmehr so, als wäret ihr in einer gewaltigen Kaverne oder in einer Höhle. Der Himmel ist zwar grau wabernd, aber doch wisst ihr, dass es dort nichts Offenes gibt, sondern einen geschlossenen Raum. Und als ihr euch umblickt mit geschlossenen Augen, könnt ihr megalithische Strukturen erblicken. Kristallpyramiden, die sich erheben, mit geerdetem Gestein, Seiten mit unheilvollen Runen beschrieben und tanzende Sphärenflammen, die glühen, in unmöglichen Formen, mit grinsenden Gargülen bestickt. Einst prächtige Türme aus Marmor oder Gold, die nun als drohende Obelisken in die Wolken ragen. Gewaltige Spitzen mit ausgehöhlten Knochen
und verpuppten Fleischtürmen. Alles dreht sich. Ihr könnt Türen und Fenster erblicken, die sowohl geschlossen als auch offen sind, beides gleichzeitig. Und hinter einem Labyrinth, wo die Türme besonders prächtig aussehen, könnt ihr eine gewaltige Bibliothek erkennen. Naja, das sieht nicht gut aus, aber das sieht so aus wie unser Ziel. Was ist denn unser Ziel? Naja, wie ihr sagtet, hier irgendetwas umzubringen. Das scheint es genauso gut wie jedes andere Ziel zu sein. Auszusehen, jedenfalls. Vielleicht müssen wir erst in das Herz dieses Ortes vordringen, bevor wir ihn verlassen können. Wie ein Dolch, der zwischen den Rippen hindurchfährt. Und das Herz ist mit Sicherheit diese Bibliothek. Sie ist das Paradies, von dem dieser Magier träumt. Aber wenn er uns einfach so hierher schicken kann, warum schickt er da nicht selbst sich selbst hierher? Ja, vielleicht will er herkommen und auch wieder gehen können. Vielleicht opfert er uns als Bibliotheksgebühr. Ja, möglich. Vielleicht ist er genau da drin. Oder er sieht in uns keine Gefahr und denkt, wir könnten mit diesem Wissen sowieso nichts anfangen. Und Zulamin setzt sich in Bewegung in Richtung der Bibliothek. Während ihr geht, habt ihr das Gefühl, dass Zeit und Ort keine Rolle spielen. Und je weiter ihr versucht, in Richtung der Bibliothek und der Toren zu gehen, desto weiter entfernt ihr euch von ihnen. Überall diese glitzernden Korridore, kristallene Labyrinthe und der Weg ist versperrt. Nächste Kampfrunde. Aber mir und Diamantis. Ja, ich finde zuerst mal, ich würde auf jeden Fall vorziehen. Diesmal würde ich eine Finte 5 und eine Wuchschlag 5 ansagen. Alles klar. Finte 5, Wuchschlag 5. Ich pariere wieder und zwar auf die 12, hatte ich gesagt, ne? 19, nicht geschafft. 11, oh egal. Schnitte hatte 16 und dann hatte ich auf die 12 runtergekürzt und mit der Finte ist das so oder so nicht gelungen. Dann kannst du Schaden machen. Ja, 1 plus 5, ja. Ja, Vortrag 5 hat das dann gesagt. Okay, 14 Stück. Auf deinen, der hätte noch keinen Schaden bekommen. Trefferturm andauern, ist egal. Ja, gerne. Das ist auf alle Fälle auch eine Wunde. Die erste. Zustand, Wunde.